denn, dass die Jungs eigentlich eher auf sich, auf ihr eigenes Spiel konzentrieren? Und klar, man hat sich angeguckt, vielleicht irgendwas, eine Kleinigkeit entdeckt, aber ich glaube, der Großteil wird wahrscheinlich einfach sein, dass sie darauf vertrauen, dass sie ihre Stärke, die sie so haben, auch gegen jeden Gegner spielen können. Genau, wir beginnen natürlich erstmal mit der Knife Round, schauen uns an, wer auf welcher Seite starten darf. Wie läuft gut für die Plank Ducks? Genau, das wurde noch mal ein bisschen knapper. Plank Ducks also mit der Seitenwahl und die werden wahrscheinlich, weil sie auch eingespielt sind, warm gespielt sind vom vorherigen Best of Three, jetzt wieder auf der CT-Seite starten. Da haben wir auch so einen kleinen Schubser von Emma gesehen. Jetzt mal wieder Konzentration, Jungs. Also der Faktor einer, wie sagt man, Coachin, Coaches, ich weiß es nicht. Coaches klingt natürlich auch lustig. Klingt auch cool, ja. Coach ist einfach, ich habe mich mit genderneutral. Ich habe mich mit Icam ein bisschen drüber unterhalten, hat gemeint, es ist auch ein anderes Spielgefühl, weil wenn eine Frau im Hintergrund sagt, jetzt mal wieder runterkommen, Jungs, dann hört auch jeder. Das ist man von zu Hause so gewohnt. Ja, genau. Wenn die Frau sagt, jetzt beruhig dich, weil dann weißt du, jetzt hast du dich zu beruhigen. Ja, bei vielen der Playing Ducks ist es vielleicht noch die Mama. Ja, ist auch eine Frau. Das stimmt. In den meisten Fällen. Okay, aber ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache, dass die Playing Ducks den Schritt gegangen sind und auch dieser Stuff im Hintergrund, Analyst und Coach, die Zusammenarbeit. Einfach super. Wir legen auf jeden Fall los. Die Unicorns of Love gegen die Playing Ducks. Gebt nochmal ein bisschen Gas im Chat. Wir sind im Halbfinale der 99 Damage Liga Season 12. So, schauen wir in die Piste rein. Jetzt können wir natürlich allerhand Vergleiche ziehen mit den vorherigen oder mit der vorherigen Map. Das ist interessant. Ein kleines Türmchen, um eventuelle Offensiv-Pushes zu unterbinden. Heike, die vorsichtig. Also da wird wirklich auch viel Wert drauf gelegt. Jetzt kommt ein kleiner Peak in die Mitte. Gute Information bei 1.25 zu wissen, dass niemand Richtung Mitte aufgebaut hat und dass die Unicorns wirklich noch an der T-Base rumstehen. Das könnte einem eigentlich so einen kleinen Tipp geben, wohin es gehen könnte. Ja, trotzdem keine Rotation von den Playing Ducks in Richtung B. Sie wollen nochmal um die Mitte fighten. Jetzt gab es Contact. Ike hat da einen Kill in der Mitte gemacht, aber das war nur der Solo-Spieler. Gar kein schlechter Schaden von Kirby, glaube ich. Jetzt rotieren sie natürlich rüber, am besten nicht nur mit einem, sondern mit zwei. High Kitty war schon angeschossen, muss sich zurückziehen. Die Unicorns of Love sind dem Lieblingswinkel von High Kitty gut aus dem Weg gegangen. Er ist mit 6 HP nochmal weg. Immer wieder die Repeaks. Er versucht den Raum zu halten, geht dann aber down, bummeln, muss übernehmen. Hat die Gelegenheit hier direkt anzugreifen. Wir sehen es, die Playing Ducks schon in der Position hier den Retake zu geben, bevor es überhaupt groß passiert ist. Frag und Refrag. 3 gegen 2 Situation, beide Spieler von den Unicorns schon low geschossen. Vane kriegt ihn nicht ganz tot, hat lange, lange gedauert. Aber jetzt hat er die Gelegenheit nochmal das Ganze besser zu machen. Kazuya in der Ecke, ohne große Möglichkeit. 2 Mann hat er, der dritte will auch noch Kazuya! Holt das 1-on-3, nachdem er eigentlich da völlig alleine gelassen wurde. 20 Sekunden gefühlt an der zweiten Obstkiste, hat immer wieder links und rechts vom Brunnen jiggeln müssen. Das war super stark gespielt von ihm. Und vorm letzten Frag sich nochmal so in die Wand zu drehen, damit der Kopf auch ja nicht irgendwie zu spotten ist beim Reload. Auch ein Move, den man sehr selten sieht, der hier wunderbar aufging. Da werden sich die Playing Ducks ärgern, dass sie dieses 3 gegen 1 nicht klatschen konnten. Ganz, ganz, ganz fiese Kiste. Und wir haben es ja in der letzten Partie schon gesehen, dass einige Runden super knapp dann gegen die Ducks ausgefallen sind. Hoffen wir, dass sie sich davon jetzt nicht demotivieren lassen, dass sie trotzdem den Kopf oben behalten. Wir sehen es, kleine Boost-Position, um über eventuelle Smokes rüber zu schauen mit der Diege. Und aufgrund des kleinen, aber feinen Bonus, schön aufgepasst von Kirby, kann man dann doch die ein oder andere SMG noch mit ins Gepäck holen. Ja, die Playing Ducks spielen gerne, ich sag mal, einen CRS-Style, versuchen häufig Informationen zu bekommen, machen das auch mit vielen Flashes. Hier entscheidet sich Aika, denke ich, für die richtige Sache, dass er sich zurückzieht. Schönes zweites Brett gegen Denim. Tschüss und erstmal wieder ein 3 gegen 3. Aber da gibt es schon die Rotation Richtung A, wenn sich die Unicorns of Love Richtung B bewegen. Und da ist Bummeln jetzt alleine. Ja, richtige Entscheidung hier zu rotieren. Es muss natürlich schnell genug gehen. Verschieber sind abgeschnitten. Und BMLN steht alleine hier auf seiner Position. Er hätte die Möglichkeit gehabt, wir haben es gesehen. Kazuya überlebt knapp. Und für Aika jetzt die Hoffnung, dass man noch ein bisschen Damage machen kann. Ich glaube nicht, dass er mit einem erfolgreichen Retake hier rechnen könnte oder sich große Hoffnung machen sollte. Aber vielleicht nochmal $600 und im besten Fall noch eine Waffe. Das wär's. Ich denke, in der Situation war die Hoffnung, dass ein Spieler der Unicorns of Love nach dem Plant früh in die Banane zurückschiebt. Das wäre ein Solo-Frag gewesen, weil seine Position sehr stark oder sein Timing für diese Position sehr stark ist.
Jetzt baut das einfach zu einem Exit-Frag aus, aber die Unicorns of Love entscheiden sich dafür, ihre Waffen in der City-Base zu saven, bleiben da auch zusammen, das heißt, sie können dann traden. So wird es nächste Runde eine Mac-10 geben. Oh, Aika wollte sogar hinterher, aber Maki schaut nach hinten. 2-0 für die Unicorns of Love, die stimmungstechnisch, glaube ich, auch da sind. Ruhe, Franz! Ruhe, Franz. Sehr gut. Was macht der eigentlich? Welcher Franz? Der Gore Burkhardt. Achso, der Franz. Achso, der Franz. Ja, ich wollte gerade sagen. Unser Franz läuft hier irgendwo rum. Ja. So, Hi Kitty an der 5-7. Ansonsten, naja, ein bisschen was an Pistols wurde eingesammelt. Die Deagle hat sich als sehr erfolgreich erwiesen für die Playing Ducks. Auch in der letzten Partie. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man da weiterhin drauf baut. Potenzial ist natürlich da, so eine Runde immer rumzudrehen. Und jetzt wird gescoutet. Denim vor mit der Mac-10 wird direkt auseinandergerobbt. Hi Kitty hätte die gerne, aber kommt da nicht ran. Kazuya währenddessen mit Crispy den anderen Spot am Aufräumen. Und das ist dann die Runde Nummer 3. Bis hierher so gut, soweit so gut. Der wird auf jeden Fall über die Wand gezickt. Ich glaube, alles in dem guten Maße, da wird auch das Ganze ein bisschen mit Humor genommen. Finde ich immer sehr gut. Es gehört auch zum Mindgame irgendwo dazu, ne? Also es gibt Spieler, die sich davon auch beeindrucken lassen. Gerade jüngere Spieler wie ein Vanek oder so. Die kennen jetzt das Gefühl auch nicht, mit einem schlechten Start in die Partie zu gehen, weil jede Map, die wir bisher von den Playing Ducks gesehen haben in diesem ersten Best of Three, ging relativ gut für sie los. Und sich jetzt hier zurückzuspielen, zu wissen, der Gegner ist mental wirklich komplett da. Das ist ziemlich krass. Oh, da müsst ihr aufpassen. Das hätte eigentlich ein Frag gegen Kazuya sein müssen. Bummeln fightet noch ein bisschen weiter, kommt dann aber auch zurück auf den Spot. Und da hat man die Smoke schon ready. Das Ganze aber relativ früh rausgezogen. Wenig währenddessen mit dem Frag gegen das Haus. Das ist was ich in der letzten Partie sehr oft gesagt habe. Wenig stinkt, halt. Markis Füße da schon gesehen. Denim ist Richtung lang durch. Ike piekt rum. Auch das habe ich öfter gesagt. Oftmals geht es ganz gut. Schönes Smokeplay von Züngt. Hat eigentlich fast immer die Vorteilsposition hier. Jetzt geht er noch weiter rum. Crispy in der Mitte. Eine kleine Unkonzentriertheit von Aika, dass er den ersten Mittewinkel nicht checkt, sondern sofort einen etwas weiteren Peak rein. Vielleicht hat er nicht damit gerechnet. Vielleicht dachte er, der Gegner ist schon weiter oben. Aber ja, ganz safe war es natürlich nicht. Crispy ist rum. Die Bombe liegt oben in der Mitte. Ihr seht es oben links auf dem Radar. Also wird es entsprechend schwierig. Er muss zum Gegner kommen, kann sich nicht einfach hier auf den Spot setzen. Das machen die Playing Ducks auch super. Sie halten die CD-Base, lassen den Spot an sich frei, weil der Raum nichts bringt ohne die Bombe. Können die Bombe an sich gut bewachen. Und egal, wo er rumläuft, er findet keinen Gegner, der alleine dasteht oder den man leicht picken könnte. Deswegen für Crispy keine Chance. Die erste Runde geht erste Waffenrunde geht an die Playing Ducks. Und die Unicorns of Love, die können jetzt nochmal nachkaufen. Die Anti-Ecos sahen ja relativ stabil aus. Ja, da braucht man... Das ist mir noch da waren die zwei Stachelschweine, die nicht gleichzeitig in den Bau kommen. So, Aika in der Mitte. Sehr aggressives Spiel. Den Shot nicht getroffen. Hat versucht, Richtung T-Base. MLN, also der Granatenhagel in der Banane. Sieht so aus, als ob die Playing Ducks sich hier mehr oder weniger schon geschlagen geben. Oder vielleicht dachten sie, es reicht. Ich weiß es nicht genau. Die Smoke sitzt auf jeden Fall tief, aber die kann man natürlich... Die Bombe auch jetzt extrem weit hinten gedroppt bei den Unicorns of Love. Das sind wirklich nochmal 2-3, eigentlich sogar 6-7 Sekunden. Das ist mehr. Interesting, wo man die hinlegt. Also, ich glaube, Marki ist es aufgefallen. Jetzt muss aber jemand die Bombe holen, Leute. Das ist ja wie im Public. Er hat die Bombe da liegen lassen. Scheiße. Ich will sie nicht. Und keiner fühlt sich dann verantwortlich, sie zu holen. Nein, Maki, der fühlt sich verantwortlich, ist die falsche Mitte nochmal zurück. Ein Aufbau, bei dem die Unicorns of Love abgezielt haben, ob irgendwo ein Gegner kommt. Kazuya hat einiges an Damage durch den Molotow in der Banane kassiert. Aber sie versuchen jetzt diese schwache Deckung der Playing Ducks in der Banane auszunutzen. Es könnte ein Execute der Unicorns of Love werden, die extrem stark sind bei diesem Team. Und sie haben auch sehr viele spezielle Girls, wo es auch mal durch die CD-Base in die Ruine gehen kann. Mal schauen, für welchen sie sich jetzt entscheiden. Sieht stark nach dem B-Go aus. 1 gegen 1 getradet. High Kitty wird auch gerefragt. Damit ist Wort eingenommen. Und Junge, da kommt der Smoke Spray. Damit der Überzahl Vorteil für die Unicorns gesichert. Und zusammen mit dem eigentlichen Vorteil, den man sowieso schon auf dem B-Spot hat, denke ich, wird das für die Playing Ducks hier kein guter Einstieg für den Retake. Die Frage, ob man es überhaupt noch versucht. Tatsächlich. Also die Banane-Smoke
zeigt es uns schon mal an. Dann wird noch ein Molotow fürs Delta vorbereitet, aber das ist auch eine starke Aktion von den Unicorns of Love. Sie boosten Denim über die Smoke. Damit sollte er einen for free bekommen. Der zweite unten close. Da gehen sie einfach in die Ecke und Denim durch die Smoke fast noch den letzten Sync mit 14 HP. Er geht dann gegen Kirby down. Die Unicorns of Love mit Runde Nummer 4. Und das ist bitter fürs Geld der Playing Ducks. Aber schön ausgespielt von den Unicorns. Kann man wirklich nicht groß meckern. Gerade der Boost hier am Ende, hier sehen wir das nochmal, den entscheidenden Vorteil gebracht. Oben genau gegen den Spieler. Und oftmals wird ja auch dann, wie wir es hier oben gesehen haben, wie eigentlich Sync das auch vorhatte, der kleine Hüpfer auf die Kante gemacht, auf die Mauer, um dann einen leicht erhöhten Positionsvorteil zu bekommen. Und mit beidem haben sie ganz gut gerechnet. Jetzt kommt der obligatorische Offensiv-Move von den Playing Ducks, um mal das Wasser zu testen, wie die Unicorns so beim Abdecken sind. Maki hat alles unter Kontrolle. Sofort wurde zurückgezogen. Sehen wir es oben links. T-Base, der einzige, der überhaupt aggressiv war, ist in der Banane. Der Crispy. Und auch der hat alles unter Kontrolle bei ihm. Das läuft nicht gut für die Playing Ducks. Die Unicorns of Love auf der anderen Seite scheinen auf jeden Move vorbereitet zu sein. Schönes Passivspiel in der falschen Mitte. Direkt erkannt, dass die eine Smoke, die geworfen wurde, dieses falsche Mitte-Play ankündigt, sodass man Anti-Flash-Positionen wählt. Wenig mit den 7 HP, die er, glaube ich, gerade durch eine HE kassiert hat, könnte vielleicht noch einen Frag ziehen, aber sie sandwichen ihn. Da müsste Maki schon vergessen, die Tür zu checken, aber gerade in so einer Situation checkt man jede Ecke sauber. Trotzdem hat Wenig den besseren Winkel. Schöner zweiter Kill, zwei Frags in der Eco, ist solide, aber die Unicorns of Love, die führen mit 5:1 und das auf der T-Seite von Inferno. Also da geht's aber regelmäßig über die Wand. Ja, vielleicht muss Maki da noch ein bisschen Energie einsparen. Ne? Ich glaube, die Jungs müssen ein bisschen Dampf ablassen. Wirkt so. Ich weiß gar nicht, warum. Das wird immer aggressiver von ihm. Man möchte natürlich den Gegner direkt unter Druck setzen. Auch das ist psychologisch. Hey, du Kazuya! Heieiei! Heike, die hat aber gar nichts machen können, wurde direkt weggeschält. Jetzt kommt der Move durch die Smoke. Schöner oh mein Gott, BMLN! B-Spot aber offen, die Rotation dauert viel zu lang, deswegen versuchen sie das jetzt mit dem aggressiven Mitte-Play zu regeln. Wenn sie den Spieler an der Rampe abfangen könnten, wäre das natürlich gut. Kirby aber schon durch, schnappt sich erstmal Aika. Einer ist ihm durch die Lappen gegangen, für Sync sollte das ein Free-Frag sein. Den Schuss hat er jetzt auf jeden Fall gehört, aber den Frag kann er nicht machen. Kirby überlebt einfach ewig, bekommt auch diesen Kill noch. Wenig. Der will gar nicht mehr zum Spot, der will eigentlich nur noch saven, aber seine Position ist jetzt wieder früh bekannt. Und irgendwie haben sich die Unicorns of Love auch noch nicht darum gekümmert, die Bombe zu legen. Dazu ist Maki noch nicht gekommen. Ja, okay, dann warten wir darauf, dass er die Bombe mitbringt. Crispy hat sich da schon hingehockt in der Kirche. Und wir gucken mal, ob das Ganze hier problemlos durchgeht. Jetzt erst der Plant. War sich gar nicht sicher, auf welcher Seite das ist. Und damit rechnet er natürlich nicht. Sauber abgestellt von Crispy. Und damit die nächste Runde auf das Konto der Unicorns of Love. Ja, die Stimmung fast schon ausgelassen bei den Unicorns of Love. Die Playing Ducks haben das gleiche Problem. Hier nochmal der schöne zweite Schuss durch die Smoke. Da war Bummeln blind. Ein bisschen Glück ist dabei. Trotzdem starke Aktion. Aggressives Bananenspiel funktioniert bei den Jungs nicht. Treffer. Ja? Versenkt. Direkt in die Nüsse. Wenn es im Schritt brennt, ne? Ja, aber wirklich. Erst zieht's und dann brennt. Offensiv-Move. Kazuya hält sie beide ab. Könnte vielleicht genug sein, um den Gegner da reinzulocken. Und das ist wirklich bemerkenswert, dass die Unicorns of Love fast immer die Bombe irgendwo hinten liegen lassen und sich überhaupt nicht festlegen und auch überhaupt nicht das Risiko eingehen, dass irgendjemand die Bombe zu sehen bekommt. Schönes Teil von Bummeln. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man nicht noch so ein Ding kassiert, denn dann wäre es Überzahl für die Playing Ducks. Und das ist natürlich auch schwer zu lesen, wenn der Gegner sich einfach komplett zurückzieht und dann auf irgendeinen Spot geht und man hat keine Infos dazu, weil man die Bombe nirgendwo gesehen hat. Ist halt auch wahrscheinlich Teil der Strategie, aber etwas ungewöhnlich sieht man so sonst selten. Na, man entscheidet sich für ein Zweimann-Contact-Play Richtung Mitte bei den Unicorns of Love. Man hat noch Utility bei Kirby, der noch einen vollen Gürtel hat mit einer Doppelflash, Smoke und Molotov. Aber es ist noch relativ passiv, was sie machen. Jetzt die Mitte eingenommen und der Laufweg überlang. Eine Position, die häufig offen gelassen wird in so einer 3-gegen-3-Situation. Keine schlechte Entscheidung der Unicorns of Love.
Zweimal B-Deckung bei den Playing Ducks. Und wo soll es hingehen? Bei der Zeit bleibt eigentlich nur noch der A-Spot. Und da hat Wenig jetzt keine gute Position für. Ja, ist nur die Hoffnung, dass er vielleicht den ersten direkt rausnehmen kann. Aber auch da wird man, arbeitet man mit Flashes gegen und von zwei Seiten. Keine Chance. Für ein Retake ist da, denke ich, auch nicht mehr viel Potenzial übrig. Es wird höchstwahrscheinlich dabei bleiben, dass man vielleicht versucht, einen Pick zu bekommen. Kirby gut aufgepasst. Die Unicorns of Love drücken gut um. Ja. Das ist etwas, was auffällt. Da ist von vorne bis hinten sitzt das Aiming schon ganz gut. Aber auch darüber hinaus ein ordentliches Zusammenspiel. Lassen selten Spielraum oder selten Raum für Fehler für den Gegner. Ich glaube schon, dass das eine ganz harte Nuss wird für die Playing Ducks hier. Ja, aus taktischer Sicht muss man sagen, dass die Unicorns of Love nicht direkt verraten, wo sie hingehen. Sie nehmen sich immer die Bananenkontrolle, wo sie auch sehr erfolgreich sind, wenn die Playing Ducks dagegen spielen. Und ja, das ist dann schwierig, weil die Playing Ducks wollen jetzt irgendwie Informationen, um zu wissen, wo die Unicorns of Love aufbauen, laufen dann aber immer rein. Vielleicht ist ein sehr passives Spiel für die Playing Ducks jetzt die bessere Lösung. Vielleicht auch mal eine taktische Pause ziehen, mal Emma ein bisschen mit reinreden lassen, was sie denkt, was man umstellen könnte. Wirklich keine leichte Partie gerade für die Enten aus Peine. Ich bin halt nicht sicher, was jetzt das grundlegende Problem ist, denn sie werden halt fast immer weggetradet bei den Ghosts. Das heißt, da muss man vielleicht irgendwie gucken, dass man die Utility mehr zum Einsatz kriegt, dass man eben nicht immer dieses 1-1-Traden abnimmt, weil als CT bricht einem das Genick hier früher oder später, weil die Spots halt vor allem der Baseball sehr schwer zu retaken sind. Und wenn man dann auch noch offensiv vielleicht einen First Strike kassiert hat, wie es ja uns schon ein paar Mal vorgekommen ist, jetzt kommt hier der Push. Crispy steht genau richtig. Wird zwar zumindest gerefaked, aber das war im Endeffekt kein guter Trade für die Playing Ducks. Ja, der Trade da immer ein Vorteil für die T-Seite, weil dann Lücken in der A-Deckung entstehen können oder einer der beiden Spots sehr schwach gedeckt ist. Da muss man sich nur für den richtigen entscheiden. Und Kirby und Maki sind schon auf der Suche nach einer solchen Lücke. Übers Haus, aber ein guter Winkel von Wenig, weil die Mitte noch unter Kontrolle ist. Kann er den wählen? Schön kontrolliert, der Molly brennt, er kann ihn löschen. Und so die Situation noch aufrechterhalten. Super schön gemacht von Wenig. Hat eigentlich alles richtig gemacht, hat sich kurz zurückgezogen, hat den Molly abgewartet. Hätte vielleicht nicht mal löschen müssen, so wie... Naja, doch, ich denke schon. Hat gut Damage gemacht gegen Aika. Jetzt wird Maki zumindest zurückgejagt, aber ich denke, der wartet die 8 Sekunden einfach ab. Und für die Ducks ist das jetzt schwer zu lesen, denn sie wissen nicht, wer ist da noch dabei. Jetzt kommt der Push und Wenig ist mehr oder weniger ganz alleine, er hat kein Backup. Schöner erster Headshot. Kazuya davon vom Pushen abhalten. Der Refrag kommt einmal zu viel. Bei 20 Sekunden hätte er vielleicht noch ein bisschen auf Zeit spielen können, bis seine Mates dazukommen. Aber nichtsdestotrotz, die Bombe liegt noch nicht. Jetzt ist sie durch. Alka traut sich nicht, wartet auf den sicheren Shot. Den hat er bekommen. Und jetzt Retake 1 gegen 3. Oh, Maki, das wäre der Shot gegen Aika gewesen. Hat gesehen, dass High Kitty oben drauf geht. Wunderbarer Headshot gegen ihn. Den Druck von der Seite erstmal genommen. Jetzt kann er sich voll auf kurz konzentrieren. Da fliegt noch eine Flash rein, die ihn tatsächlich irgendwie komplett blendet. Die Bombe liegt gut offen für ihn. Da kann man also nur schwer drum arbeiten. Aber es ist Aika, der auch diesen zweiten Schuss setzen kann. Es ist die Runde für die Playing Ducks. Aber auch das wieder hart erkämpft. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass auch Wenig nicht nochmal einen Positionswechsel gespielt hat, nachdem seine Smoke da weg ist. Zumindest den Versuch nach seinem Molly, die Position zu wechseln, eingegangen ist. War ihm dann vielleicht zu heikel, aber dann sieht man wieder den Repeat gegen den Hausspieler. Ja, ich weiß nicht. Ich fand die Pose eigentlich ganz gut. Er hat sich ja mit der Smoke die Position mehr oder weniger verteidigt. Gehalten, ja. Und konnte dann, musste dann nicht rausmoven. Fand ich eigentlich schon gut, der Repeat gegen das Haus war einer zu viel. Ganz klar, da hätte er drauf warten können. Aika war ja nur um die Ecke. Der hätte unter Umständen recht schnell helfen können. Trotzdem hat er seine Sache da recht gut gemacht. Oh, ja, das Play haben wir eben im Spiel gegen Expert gesehen. Diesmal funktioniert es, glaube ich, ein bisschen besser. Die Smoke wird ausgepackt, nur eine Werfen am besten. Und da kommt Bummel nicht weg. Und auch High Kitty geht down. Da muss es sofort eine Rotation geben. Aber Sync ist schon da. Es war ein Dreimann-B-Aufbau. Mit der Smoke hat Sync jetzt aber verraten, dass da nur zwei Leute auf dem A-Spot stehen. Das ist jetzt wirklich nur noch die Qual der Wahl für die Unicorns sofort. Of Love. Die Unicorns of Love haben sich sofort das Ganze zum Anlass genommen. Wir wussten, dass da noch ein dritter Mann auf B stand. Sonst wären sie wahrscheinlich Richtung B raufgegangen. Bombe war mal wieder nicht dabei. Also die Option war jetzt nur relativ gering. Und Aika, er ist natürlich die letzte Verteidigung hier. Geht nochmal rum. Ja, er wollte nochmal einen Pick. Aber wenn dann richtig rumgehen oder halt sein lassen. Das war wieder einer zu viel. Hat man ihm die Ecke weggeschossen, rechtes Auge. Oh, und das ist eigentlich ein sauberer Laufweg. Wenig. Aiming hat er, der Hausspieler. Will er wirklich noch facen? Ja, macht er, aber Kirby ist eine Aim-Maschine. Was ein starker Shot. Und jetzt muss Sync klatschen. Möglichkeit ist da. Gehört ist er, selbstverständlich. Das ist mit Sicherheit schon angekommen.
Er weiß halt von dem Hausspieler und dass er so dicht dran ist ohne Step. Das hat er nicht gewusst. Stark gemacht von Kirby. Ja. Zur Runde Nummer 8 für die Unicorns of Love. Und das sollte sie hier endgültig in eine sehr komfortable Führung geschossen haben. Denn bei den Playing Ducks sollte jetzt das Geld auf jeden Fall wieder knapp werden. Ja, Alkas Repeak für mich der Schlüsselmoment gewesen. Hätte er versucht noch zu überleben an der City Base, den Gegner wirklich überall lang zu drängen, dann hätte Wenig da aus seiner Position vielleicht noch mehr machen können, weil eben auch Druck aus der City Base kommt. Das Schwierige war ja auch, dass kein Support irgendwie anstand. Das heißt, in dem Moment, wo er sich zurückzieht und vielleicht abgesmoked wird, steht sein Mate auf dem Spot halt auch alleine. Ja, aber da. Der hat ja den Kurzpush gespielt. Ja. Das war ja schon eigentlich ein gutes Counterplay von ihm. Ja, ja. Ich denke, er hat das Gefühl gehabt, dass er jetzt unbedingt helfen muss. Ja. Ich denke, es war auch einer zu viel. Nichtsdestotrotz, die Unicorns scheinen bisher alles zu bestrafen, was da irgendwie an Fehlern gespielt wird beim Gegnerteam. Und interessant. Das spricht auf jeden Fall für sie momentan. Ja, Granaten in die Banane werfen, dann mit 5 Mann Richtung A rotieren. High Kitty vorne in die Ecke, bekommt ein bisschen Ablenkung. Das ist auch der älteste Trick im Buch. Billiger Fake, ja, da sind wir uns alle einig, aber auch sowas kann manchmal funktionieren. Ja. Billig heißt ja nicht immer schlecht. Manchmal ist es halt einfach auch so, so zu offensichtlich, dass man es gar nicht glaubt. Aber jetzt kommt der Offensiv-Bursch. Wunderbar. Mit der Gegenfläche. Beide Spieler offensiv erwischt. Unicorns of Love nehmen natürlich das als Einladung Richtung B-Spot zu gehen. Wahrscheinlich sind da maximal 2 Leute. Wenn es hochkommt, eher rechnet man mit einem. Und nachdem man hier niemanden gefunden hat, der plant durch. 5-3 will man eigentlich retaken, aber... So richtig schön ist das eigentlich trotzdem nicht. Jetzt muss natürlich Banane fallen und Crispy setzt sich hervorragend durch gegen die beiden anstürmenden Playing Ducks. 3-2 und jetzt ist es dann doch an den Punkt angekommen, wo man sich genau überlegt, ob man das noch irgendwie angreift. Das war stark geschossen von Denim. Kontrolle passt. Da hat er auch Sync geholt und jetzt ist es Bummeln an einer Akaba. Der gibt es auch schon auf. Zieht sich hier zurück. Den Step haben sie wahrscheinlich gehört. Da wissen sie auch schon Bescheid. Das hören wir gerade. Runde Nummer 9 für die Unicorns of Love. Das ist wirklich eine bärenstarke T-Hälfte. Das können wir jetzt schon festhalten. So langsam müssen die Playing Ducks aufwachen. Ja, schon die Bummeln. Die einfach mit den Schüssen auf Distanz hält. Da wollte keiner. Da wollte keiner so wirklich. Wobei sich die Unicorns of Love das schon leisten können. Ja, aber das kostet natürlich ordentlich Kohle. Also er hat dann schon mit einem kleinen Peak nochmal gerechnet, deswegen auf die Kante gesprayt. Und mit den Schüssen hat er das genau richtig gemacht. Aber da waren beide nicht sonderlich erpicht darauf, dass sie... Erpochen? dass sie da reingehen. Wieder gibt's einen First Break, Sync muss zurück. Wieder ist es in der Banane passiert. Da kommen die Playing Ducks gerade null drauf klar. Die Systeme der Unicorns of Love funktionieren dann ein bisschen besser. HE noch hinterher. Sie versuchen jetzt auf Teufel komm raus, den oberen Teil der Banane zu halten. Aber die Unicorns of Love merken anscheinend, dass da jemand nachgeschoben wurde. Sofort die Rotation Richtung A. Und wieder hängt es an Aika, den Spot zu halten. Diesmal sogar Wenig rotiert. Also da hat man umgestellt. Ist sehr interessant zu sehen, wie aggressiv die Unicorns of Love versuchen, diesen frühen Part der Runde aufzubauen. Indem sie immer und immer wieder kleine Pushes hier, kleine Pushes da einbauen, die auch wirklich sehr tief reingehen. War fast bis nach Banane oben. Jetzt ist man schon fast auf dem A-Spot drauf, bevor da der erste Contact ist. Aika kann nur einen picken. Hatte die Gelegenheit für den zweiten. Das hätte natürlich sein Team in eine komfortable Retake-Situation geschossen. Und jetzt müssen sie 3-3 versuchen, gegen Equipment. Aber ein super Timing im Haus. Durch die Smoke dann Kirby. Aufs Haus noch kein Fokus. Ein guter Spray, aber Sync ist im Haus tatsächlich down gegangen. Wenig also alleine auch. Er kassiert einen guten Hit. Die Smokebanks in diesem Spiel einfach exzellent, fast von beiden Seiten, aber überwiegend die Playing Ducks, die darunter leiden müssen. Die Unicorns of Love gewinnen auch diese Runde und stehen damit schon zweistellig hier auf Map Nummer 1, auf dem Map-Pick der Playing Ducks. Ja, die Pause ist jetzt absolut unvermeidlich, keine Frage. Das ist schwierig. In so einer Situation möchte ich jetzt als Playing Ducks-Spieler möchte ich jetzt da nicht drin stecken, denn jetzt muss man... Man hat auf der einen Seite hat man diese ständigen Early Picks, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Da wird wirklich eine Menge Druck aufgebaut von den Unicorns. Und auf der anderen Seite die späten Executes, da tut man sich halt auch schwer gegenzuhalten, weil immer ein gutes Refrag-Verhalten stattfindet beim Gegner. Das heißt, man hat sowohl in der Early als auch in der Endphase der Runde, wenn wir jetzt mal den Retakes ein bisschen raus sind, hat man ein extremes Gefahrenpotenzial, ja. Spieler zu verlieren. Und nur in der Mitte haben die Playing Ducks eigentlich so ein bisschen die Kontrolle, wenn sich alles wieder ein bisschen beruhigt hat. Aber meistens sind sie entweder schon im Nachteil
oder es passiert gar nichts. Ich finde, wenn sie das B-Problem nicht gelöst bekommen, dass sie dort immer Spieler verlieren und auch Executes anscheinend nicht richtig blocken können, dann hast du generell eines der größten Probleme, das du haben kannst auf Inferno. Irgendwie muss es mehr Kontrolle geben. Gerade auch, weil der so unendlich schwer zu retaken ist, der Spot. Ja. Ich finde beide Spots schwer zu retaken, aber der B-Spot fast noch ein bisschen. Ich bin mir gar nicht sicher. B ist schon hart. Würdest du sagen, schwieriger als A? Ja. Würde ich sagen. Ich finde, auf A gibt es mehr Winkel mit Friedhof und so weiter. Und auf B kannst du halt zumindest absmoken, Molotovs werfen, je nachdem, ob du die noch hast. Weil so schnell wie die Unicorns of Love spielen, ist häufig noch Utility für einen Retake übrig. Das haben wir bei den Playing Ducks schon gesehen. Die Sache ist, auf B weißt du fast immer, wo der Gegner herkommt. Okay. Als T. Ja. Das heißt, du bist schwer zu überraschen. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, dass der B-Spot noch ein bisschen schwieriger. Aber es nimmt sich nicht viel. Es ist verdammt hart auf beiden. Und normalerweise muss man hier versuchen, das gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Hi Kitty. Wollte nicht mal richtig jiggeln oder so, sondern einfach früh die Smoke. Ja, die wurden komplett zurückgepfiffen da. Und das spielt den Unicorns jetzt halt auch wieder in die Karten, weil sie dann das Equipment des Gegners schön rausziehen. Die lassen sich in Ruhe Zeit, holen das ganze Equipment. Und später, wenn keiner mehr Equipment hat, gewinnen die Unicorns halt auch, weil sie so ein gutes Refake-Verhalten an den Tag legen. Das heißt, je länger die Runde geht, je mehr Equipment fliegt, desto besser stehen sie wieder da. Und auf einmal fragst du dich, ist Inferno wirklich eine CT-Map, wenn du sowas siehst? Und ein schöner Molotov. Da muss Crispy raus, aber der gewinnt das Duell gegen Bummeln. Jetzt fackelt er ab hin. Ja, Aika hat noch einen an A bekommen, aber trotzdem ist der B-Spot wieder weg und die Runde kannst du schon fast vergessen. Ja, ist natürlich fies, wenn man schon den Gegner rausmollied und trotzdem den Hit kassiert. Und naja, dann wurde halt zum zweiten reingefaced. Hat nicht mitbekommen, dass der Spieler einfach wieder in den Brand zurück ist. Jetzt haben sie die Bombe einfach unten nicht mitgenommen bei den Unicorns of Love. Wahrscheinlich der Spieler gepickt worden, der normalerweise für die... Ja, ist Maki tot? Nee, der lebt noch. Der Wasserträger. Ne? Der zielt hier gerade die Ruine. Maki trägt die Verantwortung. Das Problem ist, jetzt haben sie noch eine Smoke übrig. Sieht so aus, ja, okay. Bei sowas kann es auch mal sein, dass keine Smoke mehr da ist und du auf einmal die Bombe nicht mehr rüberbekommst. Das ist tatsächlich der Fall gewesen. Das war nur eine Flash, die da geflogen kam. Das hat mächtig Zeit gekostet. Das gibt natürlich den Playing Ducks hier wieder einen Entry. Schöner Kill. Kriegt fast den zweiten auch noch weg. Wenig macht wieder mal eine gute Figur. Aber diesmal ist es vielleicht nicht genug, um sein Team zu carryen. Er muss noch mehr hier nachkommen. Und beide Unicorns-Spieler in der Offensive. Das gefällt mir sehr gut. Natürlich hat man ein bisschen Schwierigkeiten, dann an die Bombe ranzukommen. Aber damit sollte man nicht rechnen. Da hätte natürlich der erste fallen müssen. Kazuya jetzt ganz, ganz schwierig, weil er weit in den Winkel rein muss, um eine Chance zu haben. Taggt ihn weg. Und da ist die Gelegenheit da. Kazuya! Sauberes Aiming von ihm. Ne, fährt das Ding hier nach Hause. Und alles, was ihm die Runde noch retten konnte, ist genau das, was passiert ist. Dass er dieses weite Duell so schnell gewinnt gegen den ersten Spieler, dass er die Chance hat, auf Nummer 2 rüberzuziehen. Und ich glaube, dass er noch gar nicht so, dass er gar nicht mehr so weit weg war vom Durchsehen. Ja, das war wieder super knapp. Wieder ist es Kazuya, der die Runde klatschen kann, wie auch schon in der Pistol Round dieser ersten Halbzeit. Nur noch 2 Runden zu spielen. Und die Playing Ducks, die brauchen jetzt was Zählbares. Sie spielen hier trotzdem eine Eco. An sich spielen sie hier auf eine 12, also 3-12 Halbzeit aus ihrer Sicht. Wieder geht Steven die Banane rein, wieder verlieren sie den ersten Spieler. Gut, in der Eco passiert das ein bisschen einfacher. Zumindest ein Refrag von High Kitty, der hier aber gerade gefangen ist. Das ist schwierig für ihn. Trotzdem kriegt er noch einen. War das ein Double? Sünd war noch dabei. Sünd war auch noch dabei, hat auch mitgeholfen. Ich hatte ja einen Double-Kill gemacht. Ja, Danny ist nur noch verbleibend. Aber Sünd, der hat Sünd war oben in der Mitte oder was? Ja. Ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja, das kann zwar durchgehen und wahrscheinlich auch den Plant unbehelligt hier durchdrücken. Aber die Playing Ducks kommen dann zu zweit mit Equipment. Sie haben einiges aufgesammelt. Ja, was sie zumindest wissen, ist, dass es nicht A wird. Die Eingänge hatten sie gut unter Kontrolle. Denim hätte hier mit den Granaten einfach faken können, dass er durch die CD-Base Richtung B geht. Aber das Timing sollte einfach mitnehmen, dass er hier einen sauberen Plant bekommt, eine gute Afterplant-Position. Weil hier vergehen auch nochmal 5-6 Sekunden, bis die Playing Ducks am Spot dran sind. Um sich eine Position zu suchen, ist das verdammt viel Zeit. Und da fehlt eben das Kevlar. Sync hat die AK. Und er hat die Tatsache beide voneinander isoliert bekommen. Jetzt ziemlich weit rumgegangen. Der Molotov, dem ausgewichen. Oh, Denim, die Waffe ist alle. Natürlich fies ist auf Zeit zu spielen. Das gibt's doch gar nicht. Oh, da muss nur ein Hit her. Das kostet Zeit und die hat er nicht. Sync. Das reicht aber noch. Der Fuse-Kill ist nicht da, es reicht nicht. Aber den muss er früher machen. Ja. Das sind 2-3 Situationen, wo Sync normalerweise den Headshot gibt und dann ist die Runde durch für ihn. Da hätten sie mal eine Eco bekommen, da hätten sie noch auf 4 Runden spielen können. Jetzt wird wirklich maximal die dritte drin sein. Das sind wirklich dramatische Runden gerade für die Playing Ducks. Es
auch wenn man ins Scoreboard schaut, sieht es eigentlich gar nicht nach 12-2 aus, ja, wenn ich mir das so angucke. Aber es hilft ja alles nicht. Im Endeffekt haben die Unicorns of Love in den entscheidenden Situationen halt doch immer die Nase vorn, vor allem was diese Klatsch-Situation angeht. Und jetzt hat man Haikitty da irgendwie rausgewieselt mit der Flash und er wusste gar nicht wohin. Und es bleibt dabei, die Attacken in der Banane von Unicorns of Love, die sind immer und immer und immer wieder erfolgreich. Ja, also egal wie sie es versucht haben bisher, BMLN und Haikitty haben immer den Kürzeren gezogen. Zeit rausholen war extrem schwer, das Refrag-Verhalten der Unicorns of Love war super. Die Setups in der Mitte, ah, da merkt man, dass die Konzentration so langsam ein bisschen wehtut, wenig. Macht noch einen zweiten Kill, da steht jetzt aber keiner mehr an A, die Information wird Kirby gleich weitergeben können, der ist nämlich schon aus dem A-Haus raus. Die Bombe war noch in der Banane, wenn der Zugriff der Playing Ducks ein bisschen früher da gewesen wäre, hätte es vielleicht noch einen Bombenplant gegeben, aber hätte wenn und aber alles nur Gelaber. Das, was passiert ist, ist, dass die Bombe rechtzeitig die Mitte hochkommt, die dann safe auf dem A-Spot gelegt werden kann, dass es gute Afterplant-Positionen in der Überzahl geben wird. Und das ist für die Playing Ducks dann fast schon der Gnadenstoß. Das wird wahrscheinlich nur eine Halbzeit, in der man zwei CT-Runden holen kann. Ich denke mal, sie werden beide zusammenbleiben, gucken, ob man einen Spieler dort rausbekommt, aber ich glaube, die Unicorns geben da keinen um. Ich nehme mal meint, Denim hat sich da ziemlich weit rausgewagt. Kirby kriegt beide sauber von ihm. Stark gespielt. Also super überzeugende erste Hälfte von den Jungs von Unicorns of Love. Und muss man halt so sagen, auch absolut verdient hier soweit in Führung. Sie haben von der, es ist klar, es sind ein paar knappe Runden dabei gewesen, aber sie haben von der Klasse waren sie einfach eine Stufe drüber, zumindest bisher. Ja, und ob das gleich so weitergeht, das sehen wir nach einer kurzen Unterbrechung, wenn es hier in die zweite, hoffentlich Halbzeit geht. Bis gleich. Bis gleich. Zurück zur Halbzeit Nummer 2 zwischen den Unicorns of Love und den Playing Ducks hier im Halbfinale der 99 Damage Liga Offline Finals. Es steht 13 zu 2 so rum für die Jungs der Unicorns of Love und das auf der T-Seite von Inferno. Das heißt, es wird ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit für die Playing Ducks, da zurück ins Spiel zu kommen. Wichtig dafür wird jetzt brutalst die Pistol Round sein, lieber Horster.
Ja, wir drücken die Daumen, dass das gut ausgeht. Nicht, weil wir unbedingt für die Playing Ducks sind, sondern weil wir einfach wollen, dass uns das noch ein kleines bisschen Spannung hier gibt, dass wir die Map noch mehr genießen können. Aber bisher sieht es nicht so wahnsinnig gut aus, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Aber die Piste kann jetzt natürlich alles ändern. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Good luck, have fun und riff auf den B-Spot. Genau, da geht's mit Vollgas vor. Frühe City-Base-Smoke geworfen, die Flash. Es gibt noch eine Flash, die kommt vielleicht ein bisschen später. Da müssen sie dann aber auch mit reingehen. Viele Molotovs sind meistens nicht dabei. Der Spieler hinten in der New Box hat schon Headshot kassiert. Kazuya geht dann sogar down, das heißt, die Spot-Kontrolle ist da. Dann steht aber noch ein Spieler, das ist Crispy. Oh, wie kommt denn Dylan so früh rein? Macht da hinten noch einen Schaden. Maki auch da, die sind einfach die Mitte durchgepusht. Und bekommen so die Runde sogar vor dem Plant geklärt. Das ist die Piste-Round für die Unicorns of Love und... Das ist hart. Ja, damit. Das ist wirklich hart. Damit kann es eigentlich nur vorbei sein. Ich möchte jetzt wirklich nicht schwarz malen, aber. Kein Bombplant bedeutet auch, dass die Playing Ducks jetzt. Ja, keine Kohle zur Verfügung haben. Deswegen gehen wahrscheinlich voll in die Eco. Gut, die Bombe am Spawn liegen lassen ist halt schon ein starkes Zeichen der Resignation. Noch weiter hinten. Ja, also weiter geht nicht. Ja. Kann man hier noch irgendwo über die Wand in den Fluss schmeißen, dass sie vom Fluss davongetragen wird? Dramatisch. Ja, wir versuchen alles, Leute. Aber das funktioniert. Oh, nicht. Aber so einen geilen Unterwassereffekt gehabt. Ja, den gibt es seit dem Danger Zone Update. Achso, weil man neuerdings auch ins Wasser kann. Ja, ja, genau. Ah. Das Wasser spielt in Danger Zone ja irgendwie eine Rolle. Auch. Ah, Bummeln ist es aufgefallen. Der Ingame-Leader, der dran denkt, ne? Der Klassiker. Und, ja, die Deagle-Shots, die müssen passen. Jitko, unser Observer-Line, der hat auf jeden Fall sehr viel Spaß mit diesem Wassereffekt. Unser kleines Observer-Line. Observer-Line, ja. Oder Observer-Co, wie er sich selbst auch nennt. Observer-Co, ne? Also Watch-Co hätte ich ja. Watch-Co, wow. Okay. Manchmal gehen auch solche Ecos auf. Hier kommt jetzt ein Kurz-Go. Aber Kirby aus dem Pit macht halt schon wieder zu viel Schaden. Denim hat da ein bisschen Spielraum. Er wird noch gepickt von Sync, der jetzt auch ganz alleine ist, ohne Bombe auf den Spot gekommen. One on four. Das ist sauschwer. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Da kommt der Doppelpeak mit der Flash in den Rücken. Die 15. Runde. Die Unicorns of Love wollen das hier schnell beenden. Oh, das ist natürlich ganz, ganz unangenehm. Immer noch kein Counter-Strike auf dem PC. Problem ist. So, falls ihr. Also, an die Jüngeren von uns hier, die zuschauen. Falls ihr euch fragt, was das ist, so sahen früher Monitore aus. Die waren ziemlich groß und tief und klein. Also, die Bildfläche war ziemlich klein. Oh, schön. Oh, direkt war der Double Kill. Ja. Was sehen meine vom Reiben und Weinen geplagten Augen? Es sind die Playing Ducks, wie sie auf den Baseball pushen. Oder fast. Ja, aber abgesmoked. Der nimmt die dann noch durch. Doch das war nochmal viel Schaden. Der Molly ist jetzt verdammt gefährlich. Aika spielt mit dem Feuer. Währenddessen geht in der Mitte auch noch High Kitty down. Das könnte Kazuya hier klatschen. Und eine gute Position. Aber Aika zielt ihn ab. Die Bombe ist jetzt also auf dem Spot. Kann gelegt werden. Letzte Position war ja Anna kurz bekannt. Da kann man das Timing gut einschätzen. Vor allem, weil Sync auch schon in der CD Base steht. Und Kirby, der kann nur noch saven. Ja, nichts ist dafür Kirby zu machen. Die Sieg wäre eine gute Trophäe, die man hier aus der Runde mitnehmen kann. Denn die hat gerade als CT super wertvoll, dieses One-Shot-Potenzial. Und auch mit dem Zoom natürlich auf längere Distanzen. Das heißt, man hat die Gelegenheit, einige Winkel abzudecken, die man sonst sich vielleicht nicht trauen würde mit der M4. Weil der Gegner dann unter Umständen da durchrennt. Na, Kirby lässt sich dann natürlich hier ein bisschen Zeit, hofft, dass er versteckt bleiben kann, so lange wie möglich. Die Playing Ducks auf der Suche. Auch bei ihnen... Hat man genug Geld? Drei Mann durchbringen würde ein bisschen was ins Portemonnaie spüren. Zwei wäre auch noch okay. Weniger als zwei sollte man sich lieber nicht gönnen, denn an Equipment kann es hier durchaus schon scheitern. Ja. Man hat erst verloren, wenn der Gegner 16 Runden hat. Das werden sich die Playing Ducks jetzt auch nochmal sagen. Hier gibt es nochmal eine taktische Pause von den Playing Ducks. Okay. Okay, ja. Anscheinend noch ein anderes kleines Problem. Ja, hat Tech geschrieben. Also Tack. Tack. Tack, nicht Tech. Tactical. Ja, nicht Technik. Technical. Technical. Technical, Tactical. Aber das Punkt-Stop hinterher ist... Vielleicht hat der Bot nicht reagiert oder vielleicht ist, wenn meinst du, in dem Moment ist wirklich jemand gecrashed oder so? Das kann sein, ja. Vielleicht sieht der Monitor auf einmal anders aus. Das Spiel, sieht, das anders Spiel aus. Sieht anders aus, ja.
Für uns jetzt natürlich schwer zu sagen, was in dem Spiel jetzt passieren wird. Gerade mal 3 Runden gespielt in der ersten Halbzeit. Da kann man noch nicht viel rauslesen. Die Playing Ducks sind ein Team, das sehr gerne den A-Spot anspielt, das sehr gerne mit frühen Granaten arbeitet. Was wir hier zu den Finals schon mal erkennen können, ist, dass sie dieses extrem schnelle Umschaltspiel aus der laufenden Saison nicht mehr so durchziehen, sondern auf einen etwas klassischeren Stil übergehen, weil sie wahrscheinlich vermuten, dass ihr Stil erkannt wurde. Es ist immer noch ein temporeicher Stil. Sie spielen jetzt auch weiter. Technisches Problem also behoben. Hier sehen wir wieder diese Mitte-Smoke, die sie werfen, durch die sie auch selbst gerne durchlaufen. Also Mitte-Smoke werfen, um nah dran zu kommen und dann einfach durchziehen. Kann funktionieren, weil damit rechnest du als CT eher selten. So, dann aber late nochmal Richtung B. Gut getimte Flash. Wenig versucht da mal reinzuspringen. Wichtig als Entry-Fragger Raum zu machen. Der Kill ist nicht unbedingt notwendig, solange die Refrags sitzen. Crispy move das aber gut. Geht leicht in die Smoke rein, geht komplett in die Smoke rein. Er wird dann doch noch gespottet und geholt. Vielleicht auch nur ein gutes Prediction-Play von Heikit. Aber Maki kommt da durch. Kein zweiter Kill für ihn. Und jetzt das 4 gegen 2. Die Bombe wird gelegt. Die Runde relativ safe. Aber ich glaube, wir müssen die ganze Zeit aufpassen bei den Unicorns of Love. Ja, Gefahr ist natürlich immer. Aber ich denke, auch hier wird eher die Rifle die nächste Runde mitgebracht, wenn es denn irgendwie geht. Auch eine Menge Equipment bei Kirby im Gürtel. Der hat noch das volle Programm geladen. Und auch die SIG möchte man mitnehmen. Also sollte keine große Action mehr zu erwarten sein. Wir sehen es auch, wie weit hinten der Sieger da steht. Der hat wirklich gar keine Lust, seine Waffe zu verlieren. Ja, Kirby darf noch ein bisschen was einsetzen. Sieht aus. Auch wieder sehr aggressiv von Kirby. Also hätte man nach dem ersten Frag auch eine andere Position wählen können. Ja, kaufen ist wahrscheinlich eh nicht. Aber ich denke, wenn die beiden als Safe gespielt hätte, man wenigstens eine bessere Chance mit den beiden Waffen. Aber naja, vielleicht war eher der Gedanke, dem Gegner das Equipment rauszuziehen oder etwas Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Jungs von Unicorns haben auch sicherlich einen psychologischen Vorteil obendrauf. Die fühlen sich gut. Und das möchte man natürlich weiter beibehalten. Dann geht man auch mal auf Movie, ne? Auf Movie-Szene. Jungs, bleib mal stehen, ob es war nicht, geh auf Movie. So der typische, mach mal gerade gar nichts, ich habe eine gute Situation. Ich mach Ace, genau. So, hier ein schöner Shot noch gegen Sön. Kirby kann einen holen, das ist Tempospiel, ne? Vollgas, Mitte rein, übers Haus noch durch, wenn du deine Duelle da gewinnst. Oder auch nur sauber tradest, gehören die Räume, die der Gegner erstmal wieder einnehmen muss. Und mit den Räumen meistens auch ein Bombenspot, sodass man hier schon von einer sicheren Runde reden kann. Da ist es auch schon durch die 5. oder 6. für die Playing Ducks. Ich bin die ganze Zeit schon, wenn ich die Gelegenheit bekomme, mit den Augen auf den Playing Ducks Spielern und die haben alle einen relativ ähnlichen Grip an der Maus. Finde ich spannend. Interessant. Das ist sehr in Mode gekommen, auch bei den Pros, dass sie die Finger gekreuzt haben, so ein Over, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Da gibt es auch mittlerweile einen Fachbegriff für, dass du die Finger fast überkreuzt hast, sodass dein Ringfinger an der Seite fast schon das Mauspad berühren kann. Stabilität. Bei Palmgrip-Spielern ist das sehr in Mode gekommen, was man früher eher selten gesehen hat. Na, Kirby muss sich zurückziehen. Dann aber ein Smokeplay von Demon, so ist es. Außer er geht da durch. Bummel hat keine Ahnung, was abgeht. Hi Kitty nimmt noch einen mit. Überzahlsituation. Ike hat ihn fast geschnappt. Aber Kirby ist ein Clutch-Player. Hi Kitty smoked ab, legt die Bombe. Sorgt direkt dafür, dass Kirby weiß, dass er sich für die richtige Seite entschieden hat. Und sieht ihn! Hi Kitty natürlich mit der Sieg, wie auch schon auf Mirage im ersten Game des heutigen Tages hier auf Inferno. On point mit der Waffe. Noch sind sie nicht raus, die Playing Ducks. Sieht gut aus bis jetzt. Ja, das war eine wichtige auch fürs Selbstvertrauen, dass man weiß, man kann den Spielstil so durchziehen. Natürlich ist das eine fiese Geschichte, wenn du keine Runde mehr abgeben kannst. Kann immer mal irgendwas passieren. Und wenn du jetzt 9 Runden in Folge holen musst, ist das sehr unangenehm. Aber das gibt ein bisschen Feuer ins eigene Selbstvertrauen, dass man weiß, okay, solche mehr oder weniger für uns Standardrunden, die können wir holen und die können wir auch gut ausspielen. Ja, schöne Position von Kazuya. Mal schauen, ob die Playing Ducks das Window nochmal checken werden, wenn sie das Haus einnehmen. Sind mit 2 Leuten, 3 Leuten sogar schon den Teppich vor. Kazuya könnte komplett in den Rücken fallen. Und der ist ein Monster an der Diegel. Sein Timing wird absolut Weltklasse sein.
Aber der Spot an sich ist offen und das war die Bombe. Jetzt haben sie gespottet. Probleme für Kazuya. Einen kann er noch holen. Er muss raus und wird dann getradet. Das war die einzig gute Möglichkeit für die Unicorns of Love, diese Eco zu gewinnen. Ja, also wenn man sich jetzt nicht die Eagle-Shell fängt, dann soll die Blank Ducks das eigentlich relativ sicher runterspielen können. Es ist genug AP vorhanden, dass man sich für Body Hits jetzt nicht unbedingt in Acht nehmen muss. Aber Molotov. Ja, es muss jetzt einfach auch möglichst verlustfrei runtergespielt werden. Das ist halt die Sache. Keine Fehler machen. Aika, sauber. Nicht nochmal pieken, nicht nötig. Kann die anderen machen lassen, zum Beispiel die MAC-10. Das war schon nicht übel. Bilden hatte da fehlt ein paar Schuss und Marky hat noch eine Schelle im Magazin übrig. Also hat es doch nochmal zwei Spieler mehr gekostet. Hat er mit Fineliner auf die Kugel geschrieben, Schelle. So. Siebte Runde für die Playing Ducks. Und auch das muss man ansprechen. Wenn du auf der T-Seite so ein Comeback starten musst und du bist gut im Flow und du gewinnst die Waffenrunde, ist die nächste meistens eine Eco für den Gegner. Das heißt, es sind zwar insgesamt 9 Runden, die man holen muss, aber von diesen 9 Runden können dann eben auch 3, 4 Ecos dabei sein bei den Unicorns of Love. Ist nicht verkehrt. Interessanter Molotov hier. Aus sicherer Entfernung geworfen. Relativ tief. Der ist nicht ganz tief genug. Sollte eher für Fuchsbau sein, ne? Ja. Weiß ich nicht. Wenn man den ein kleines bisschen tiefer wirft, hat man Fuchsbau und die Position links abgedeckt. Vielleicht war das so gedacht. Ich bin nicht ganz sicher. Aber der sah schon sehr special aus. Synkt. Synkt die. Synkt die? Die ist silent. Ja. Sie spielen die Mitte-Kontrolle an, aber das sieht erstmal nur nach Rippenkontrolle aus. Allerdings niemand, der B abzielt. Und da haben sich die Unicorns of Love auch schon für einen 4-Mann-A-Aufbau entschieden. Sowas löst man gerne über Alang-Kontrolle auf und Hi-Kitty wird da vorgeschickt. Aber keiner faced. Aber ja, ich wollte gerade sagen, er ist derjenige, vor dem man sich in Acht nehmen möchte. Eine Flash und eine Smoke, vielleicht kann man den Gegner so ein bisschen rauslocken. War gleich mit Rechtsklick geworfen. Das Timing. Und da kommen sie in Archway rein. Gut, die Smoke noch abgezielt von Bummeln. Das sind 2 Frags gegen den A-Spot. B wäre halt super gewesen. Aber bekommen sie auch Kazuya. Kirby ist noch im Pit. Einen hatte geholt. Wenig faced und gewinnt auch das Duell. Also es ist dieser Laufweg überall lang. Da löst man das A-Setup eben auf. Bekommt dann auch noch die Frags an kurz. Und so sehen die Games auf der T-Seite dann natürlich einfach aus. Und die Unicorns of Love, die müssen so langsam auch mal überlegen, wie sie diese letzte Runde denn aufs Scoreboard bekommen wollen. Ja, das war ein schöner, erweiterter A-Split, möchte ich ihn mal nennen. Also wirklich erst den Weg über die City-Base nach dem Pick und dann ist man trotzdem rumgegangen. Also es war gar kein Zweifel daran, das ist kein B-Split. Aber es sieht für den Gegner aus wie ein B-Split, das ist das Fiese. Ja. Und haben wir es auch gesehen, Crispy fühlte sich genötigt, da direkt gegenzugehen, bevor man den Gegner Richtung City-Base durchgehen lässt, weil man genau weiß, er ist der Einzige, der noch dazwischen steht, um den eventuellen B-Split aufzuhalten. Ja. Und natürlich hat alles obendrauf noch funktioniert, aber die Playing Ducks haben das gut ausgespielt. Und gerne mehr davon. So, wieder die Eco, wieder viele Deagles bei den Unicorns of Love, aber auch 3 Smokes, die man am Start hat. Super wichtig, um in der Eco viel Zeit rauszuholen, den Gegner durch den Zeitdruck zu Fehlern zu zwingen. Und die Playing Ducks haben selten Zeitdruck, weil sie eben sehr schnell spielen. Und das könnte dann zum Problem werden. Dann zwingt man den Unicorns of Love nämlich auch schnell die Smokes aus dem Gürtel. Und auch hier arbeitet man schon viel mit Granaten gegen die Mitte. Ist direkt wieder ein 4-1-Aufbau. Die Unicorns of Love, die wollen B einfach. Die wissen einfach, dass B nicht angespielt wird. Und trotzdem haben sie ihre Probleme, die Partie hier klar zu machen. Richtung hat gestimmt. Ja, war vielleicht eine Wand dazwischen. Wirklich? Wenig, jetzt kommt er langsam raus. Versucht Infos zu sammeln für seine Mates. Und zwar super. Da hat er noch einen Schuss rausgelockt. Ja, ich denke, das ist klar, wo er hinsetzen muss, die Gegner. Jetzt High Kitty auf lang. Er hat sein Spray wirklich unter Kontrolle. Es ist schön zu sehen. Denn die Sig beherrscht nicht jeder so. Tatsächlich ist es gar nicht so schwer. Es ist auch nicht so schwer, aber es ist super, ich sage mal, unintuitiv, weil alle anderen Waffen gehen relativ gerade hoch, vielleicht einen Ticken nach links am Anfang und die Sig macht einfach straight nach rechts oben. Ja. In einer geraden Linie. Und da bleibt sie auch. Und dann bleibt sie oben rechts eine ganze Weile. Und das macht keine andere Waffe so, die man spielen würde. Und deswegen muss man sein Gehirn zwingen dazu, sich wirklich das Pattern komplett losgelöst von allen anderen Waffen einzuprägen und das so zu spielen. So, hier wieder der Molly-Versuch, da Denim vergessen loszulassen. Nächste Waffenrunde für die Unicorns of Love. Eine Runde fehlt den Playing Ducks noch, um von der magischen 10. sprechen und träumen zu können. Hier nochmal die Stats. 102er ADR bei Vennig und damit ist er der Beste auf dem Server. Ja, Vennig ist
Was? Wernig ist auf jeden Fall jemand, den, wenn der so weitermacht, dann können wir ihm eine sehr erfolgreiche Karriere prophezeien, denke ich, denn er hat sich hier so gut präsentiert heute und durchgängig. Ich habe eigentlich keine wirklichen Schwächen von ihm gesehen. Sie hatten Schwierigkeiten ja, auf der CT-Seite, aber das hat das ganze Team. Oh. Ja, High Kitty. Ja, da ist er wieder. Das High ist Kitty ist einfach der One-Tap-Master. Das ist so geil. Der Winkel für die Sig auch, um da schön das Köpfchen wegzuknipsen. Crispy braucht Timing, hat er Tag nicht. Weg ist er, wenig wieder hinterher. Und High Kitty geht zum Baum durch, das ist eine super Position. Einer zu viel. Hätte er den nach dem ersten sich kurz zurückgezogen und Infos von seinen Mates sammeln lassen, wäre das perfekt gewesen. Oder nochmal eine Flash drüber werfen, dann nochmal pieken. Noch hätte besser Support von seinen Mates. Vielleicht ein bisschen zu lange gedauert, aber das wäre natürlich so das Wunschdenken von ihm. Hätte einfach nur jemand von der, nach seinem Kill hätte jemand einfach rumziehen müssen. Vom Spot. Oder durch die Smoke Spray, weil ich glaube, es lag noch die Smoke. Ja, das kann auch. Aber durch die Smoke Spray ist ja genauso den Winkel halten. Und das kann ja. Ja, dann hätte er, dann muss er pieken, hast du recht. Wenn die Smoke da liegt, da kann er keiner supporten. Es sei denn, er hätte eine Flash anfordern können und die wäre rechtzeitig da gewesen. Aber selbst da. Ist halt die Sache, ob man sich entscheidet, dann selbst rumzugehen oder einen kurzen Moment zu warten. Kleine Verschnaufpause hätte sicherlich gut getan. Okay, Aika jetzt auch aufgewacht. Wir haben sie, die magische 10. Runde. Nevermind, ich nehme alles zurück. Okay. Ich nehme alles zurück. Er hat den Spieler sprayen hören durch die Smoke und deswegen ist er rumgezogen. Weil er wusste... Ich nehme alles zurück. Es war eigentlich gut gespielt. Es tut mir leid, ich verneige mich. denn du hast alles richtig gemacht. Er hat trotzdem ins Gesicht bekommen, aber das war die richtige Entscheidung, da rumzuziehen. Weil der Gegner eigentlich keinen Fokus auf seine Position hat. Ja, weil er im Recall ist, weil es halt schwieriger für ihn ist, das Duell zu gewinnen. Genau. Ihr habt es ja auch gesehen. Ihr könnt ja auch gerne mal auf Twitter mit dem Hashtag 99Liga eure Meinung dazu schreiben, dass wir hier anstatt 30 Sekunden Timeout 45 Sekunden Timeout für die Teams haben. Was hältst du davon, Hossa? Ist eine ganze Menge, gefühlt. Aber ich denke, also ich bin im Herzen bin ich immer noch Wettkampfspieler. Ja. Ich bin immer noch competitive durch und durch. Und für mich ist alles, was den Teams die Chance gibt, ihr bestes Counter-Strike zu spielen, ist für mich immer gerne gesehen. Es gibt natürlich auch Grenzen, aber 45 Sekunden oder 40 Sekunden, in dem Fall die paar Sekunden extra. 30 Sekunden ist schon sehr wenig, wenn man eine Strategie durchspielen will. Das ist schon heftig wenig und ich bin dafür. Okay, perfekt. Ob ihr dafür seid, wie gesagt, Twitter, Hashtag 99Liga. Hashtag dafür. Gerne auch @derhorst. Oh, das sieht hier verdammt schlecht aus. Oh nein, bitte nicht. Nicht so. Not like this. Crispy kommt jetzt auch noch an AK. Das Duell verliert er. Dann aber Kirby noch mit dem Kill, da gehen sie weiter rein. Wenig macht noch einen Frag gegen Kurz und Kazuya hat noch keine Waffe picken können, aber er hat die Bombe. Und er weiß, einer kommt von Mitte oben, einer wird wahrscheinlich über die Rampe kommen. Jetzt muss es wirklich knipsen und sie retten es nochmal durchatmen bei den Playing Ducks. Man darf sich in so einem Comeback wirklich gar keinen Fehler erlauben. Ja, das war mal wieder das Fieseste. Schön nach der taktischen Pause, nach dem Timeout, auf volle Kanne offensiv rein. Aber... Das war ein Weckruf für die Playing Ducks. Das ist ein Aha-Moment, wo man sagen sollte, Das ist kein Selbstläufer hier. Vorsicht, Leute, Vorsicht. Oh. Und ich habe es früher mal gesagt, das ist die magische zweistellige. 16-11 ist eine der häufigsten Spielstände gewesen für mich. weil einfach so ein bisschen, wenn man diese Comeback-Geschichten hat und man sich aus dem Einstelligen zurückkämpft, dann ist das meistens der Punkt, wo man dann vielleicht entweder nachlässig wird und der Gegner halt nochmal voll ernst wird. Habe ich ganz oft erlebt. 16-10, 16-11, also vor allem 16-11 waren häufige Spielstände. So, Kirby, auch hier diszipliniert, erkannt, dass er da nicht trocken rumziehen sollte, zieht sich lieber zurück. AE und Smoke schon mal ready, die wollte nicht ganz so wie er, jetzt fliegt sie doch. Und mit der Smoke kann man natürlich, wenn der Kurzgore kommt, sich auch immer wieder in der Smoke verstecken, nochmal rausgehen, wieder Mitte-Kontrolle für die Playing Ducks, wieder versuchen sie erstmal Richtung A lang zu arbeiten. Der Molly vielleicht ein bisschen zu früh, die Smoke ging erst ein paar Sekunden später weg, aber da hat man auch niemanden durchlaufen hören und diesmal wird die Banane auch abgezählt. Sie rechnen jetzt, glaube ich, damit, dass der Spieler mit der Nummer 9, in dem Fall Maki, irgendwann ungeduldig wird und von hinten pusht. Ruhe vor dem Sturm ist angesagt. Oh, das ist eine fiese Aufstellung von den Unicorns. Man kriegt sie auch hier wieder leicht aufgebrochen. Zimt und Wenig ziehen da gut durch. Wenig so wartet immer auf den Moment, wo er einfach zuschlagen kann. Jetzt kommt High Kitty dazu. Der Spieler auf dem Spot ist bekannt. Das sollte er eigentlich aufgehen. Wow.
Also das den Spot einfach komplett auseinandergerissen. High Kitty hat, also sie haben schon den Frag gegen den Alang-Spieler gemacht, der hinten am Motor stand. Dann kommt Wenig mit dem Frag gegen Kurz. Das ist das Umschaltspiel gewesen. Dann laufen sie nach vorne und High Kitty ist mit an Alang und rechnet mit dem Archway-Push und gibt Crispy einfach sofort, als er aus der Smoke raussteppt. Da konnten die Unicorns of Love nichts machen. Das Einzige, was hier wahrscheinlich geholfen hätte, wäre das Initial-Duell zu gewinnen. Das war eine riesige Kettenreaktion. Der allererste Frag und in dem Moment war fiel alles auseinander. Und Wenig war wartet eigentlich nur darauf, dass irgendwas passiert, was die Aufmerksamkeit kurz von ihm holt. Und dann ist er in einer halben Sekunde ist er da, um den nächsten Frag zu machen. Ja, Maki. Krass. Kann nur saven, der hat sich irgendwie noch ins Teehaus unten gemogelt. Hier nochmal die Stats eingeblendet, nach Kills sortiert. Kirby, nicht mal Top-Fragger auf dem Server. Das hat Wenig übernommen mit beeindruckenden 28 Frags. Und die sind gerade auch notwendig, um das hier noch in die Overtime zu bringen. 3 Runden nur noch. Tja, das ist... Ich hab's nicht erwartet, aber das ist mal wieder das. Die Unicorns of Love spielen halt wirklich sehr, sehr Refrag-orientiert, sehr auf Aim-basiert, dass sie versuchen, auch dem Gegner ihren Druck aufzusetzen. Und in dem Moment, wo sie das nicht mehr tun können, weil sie auf der CT-Seite sind, weil der Gegner das Spiel diktieren kann, wenn er dann die entsprechenden taktischen Mittel dafür hat. In dem Moment wirken die Unicorns auch ein bisschen überfordert. Und dann verlieren sie Aim-Duelle, werden hier und hier gepickt und dann bricht immer alles auseinander. Na, sie denken vor allem auch, dass sie mit sehr passivem Spiel das Ganze gewinnen können. Problematisch ist da aber, dass die Playing Ducks aus dem Raum, den sie for free bekommen, extrem viel machen. Und deswegen... Die Executes sind wirklich, wirklich sauber. Ja. Und die Laufwege, die Blickrichtung, Winkel, alles super besprochen. Jetzt nehmen sie auch die Banane-Kontrolle mal verzögert. Das wird jetzt ein neues Spiel. Die Unicorns of Love sind sehr stark auf den A-Spot eingestellt. Oh, High Kitty, das gefällt mir gut, was du da machst. Er hat ihn gesehen. High Kitty zieht durch. Der kriegt auch noch die zweite. Genau so und nicht anders. Sehr schön. Der Smoke-Push von Kazuya auch noch aufgehalten. Durch die Smoke dann noch der Frag von High Kitty hinterher. Das ist zwar nur eine Eco, aber trotzdem sind das unglaublich gute Frags von ihm. Das hat mir gefallen. Das hat mir sehr gut gefallen. Klar, er hätte von rechts unter Umständen gepickt werden können. Aber seine Mates waren direkt dahinter und sie wussten, dass der Gegner gerade außen rum rotiert. Und das hat er einfach mitgemacht. Ja, also da nicht abzustoppen, Granaten abzuwarten, nachdem man gesehen hat, dass der Gegner weggeht, sondern wirklich hinterher zu laufen. Extreme Drucksituation für die CTs in dem Fall. Wichtig halt nur, dass wirklich 3 Schritte dahinter jemand war. Also hier hätte er natürlich gepickt werden können, aber Gegner hat eine Piste, das heißt, es geht vielleicht nicht so schnell. Und er hat einfach den Spot freigeräumt und wenn er selber gestorben wäre, hätte er alle Informationen gegeben, die das Team gebraucht hätte, um den Spot einzunehmen. So, wieder die Smoke Mitte runter von den Unicorns of Love, um anzutäuschen, dass man die falsche Mitte aggressiv anspielt. Da möchte man das Tempo der Playing Ducks rausnehmen, sodass die erstmal die ganzen Ecken in der Mitte abaimen. Aber die sind auch hier, haben das hier wieder schnell geklärt, stehen wieder schnell ready. Da war Kirby mit dem First Frag gegensynkt im Haus. Das ist eine tiefe Smoke. Das kann eigentlich nur eine Go-Smoke werden. Das Problem ist, dass die Unicorns hier leider für die Playing Ducks natürlich den Entry-Fact bekommen haben. Und jetzt ist da noch relativ viel Equipment. Der Go, der Playing Ducks so ein bisschen ins Stoppen geraten. Ob man vielleicht hätte zurückziehen sollen, nochmal neu aufbauen. Aber sie haben schon so viel Equipment committed, dass man nicht mehr viele Möglichkeiten hatte, sich da neu zu orientieren. Bimmin oben. 2 Mann. Auf lang einem Haus. Schwierig. Sie brauchen den Entry und den kriegen sie. Crispy. Der wollte gucken, was da los ist. Irgendwie ist das so ruhig geworden. Wieder Raum für High Kitty erarbeitet. Die gehen jetzt zu zweit kurz vor. Das ist eigentlich ein guter Move der Unicorns of Love. Wenn da eine Support-Flash kommt, aber die gehen einfach Mitte runter. Wenn sie das Duell gegen Maki gewinnen, der die AWP an B hat, dann könnte das noch die Runde für die Playing Ducks werden. Und jetzt geht auch der Hausspieler zurück und der war, glaube ich, relativ laut. Deswegen die Bewegung der Unicorns of Love. Und einen kriegen sie for free, die Bombe down. Der zweite geht dann aber down, 28 Sekunden. Maki steht im Off-Angle. An der gelben Wand und... Spieler Mitte oben. Oh mein Gott, Kazuya hier unten! Oh nein! Wo kommt das denn ist her, Kazuya? Perfekter Moment, und um ihn zu schlagen. Und der perfekt gemacht. Sauber! Wahnsinnig 10 gut! 10-13, GG an die erste Map!